Also, was wir jetzt als zweiten Wein präsentieren, ist der Kalkofen 2008. Was mich freut, ist einfach der Beweis, dass wenn ich jetzt einen Fanatsch produziere, wo effektiv die Lage stimmt, wo die Menge reduziert und in dem Moment natürlich reduziert durch den alten Rebstock, das heißt, wir haben die Bestockung mit durchschnittlich 50 Jahre die Rebstöcke, dann hat man auch die Möglichkeit, einen Fanatschwein zu kreieren, der langlebig, der strukturierter und aussagekräftiger ist. Er verliert zwar das Klassische, was der Fanatsch schlussendlich danach darstellt, was die Leichtigkeit, die frühe Trinkreife, die Trinkfreude im frühen Stadion, der geht damit schon ein bisschen verloren, denn da brauche ich Zeit. Der braucht Zeit, sich zu entwickeln, aber wenn ich jetzt nachhergehe und ich lasse den Wein einmal ein Jahr mehr, dann kommt eine bestimmte Harmonie, die was vielleicht bei vielen anderen Fanatschweinen aus einer jüngeren Bestockung sich nicht eigentlich so präsentiert. Was mir bei dem Wein gefällt, er erinnert sehr stark an Burgunder. Es sind sehr viele Burgunder-Nuancen vorhanden. Er ist im Gaumen etwas strukturiert. Er hat aber keine, jetzt glaube ich, störenden Gerbstoffe, das ist nicht. Aber einfach ein bisschen mehr an Komplexität, an Fülle, die was den Wein auch noch mal länger in der Flasche konserviert. Das ist so 2008 und ich glaube, jetzt erst so richtig harmonisch und rund. Die Trinkfreudigkeit schlussendlich aber ist trotzdem wiederum gegeben, wenn ich hergehe und sage, ja, er hat wenig Säure, er hat nicht unbedingt ein großes Tanninpotenzial, also trinke ihn, würde sagen, kehl und frisch. Das heißt, er passt aber trotz allem in die Gastronomie mit Serviertemperatur 13, 15 Grad. Also hat die Trinkfreudigkeit, die Lebendigkeit und hat trotzdem auch die Leichtigkeit in dem Moment durch das frischere Servieren, was der traditionelle Fanatsch dann auch irgendwo darstellt und präsentiert. Die Farbe selber, er hat das klassische Rubinrot, vielleicht ein bisschen mehr dunkles Rubin. Die Duftnuancen, ich glaube, dass der leichte Waldfrucht vorhanden ist, wir haben ein bisschen das Kirsche, trotz allem die Kirsche vorhanden, weniger das Mandelaroma, was ja typisch ist für einen Fanatsch. Also mehr Frucht, vielleicht eine leichte Waldfrucht im Gaumen. Ja. Die Süffigkeit, die Lebendigkeit bleibt vorhanden. Er ist noch sehr jugendlich. Er hat schöne Frische noch und einen ziemlich anhaltenden Abgang. Das heißt auch die Struktur hinten auch bemerkbar, indem das nicht schnell weg, sondern auch vom Geschmack her länger im Gaumen vorhanden. Thank you.